Auch nochmal für alle da draußen, mein Name ist Oliver Firler, erster Vorsitzender vom Feinheim, ich selbst Gastronom und war jetzt schon ganz unruhig auf dem Platz, weil eigentlich ist das, worüber wir reden, ja alles selbstgemachte Suppe. Also ich sag mal, ich komme noch aus einer anderen Welt, da gab es noch einen Schlachter im Dorf, da gab es noch einen Bäcker im Dorf und es dreht sich bei uns immer alles um Preise. Ich höre das immer auch die Gäste und das. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil den Mehrwert, den wir ja kriegen, wenn wir anders arbeiten, und das hat ja wieder was mit Nachhaltigkeit zu tun, den kriegen wir ja. Also ich glaube, da ist die Diskussion gerade in Deutschland, wir sind, glaube ich, die Vorletzten, die am wenigsten ausgeben für Essen, am größten. Und ich glaube, wir können das gerade so einmal nur ändern, wenn wir auch wieder ausbilden, wenn wir unsere Köche wirklich erklären, wo kommt was her. Selbst in der Schule ist vernachlässigt das Thema Hauswirtschaft und weiß ich was, weil viele auch nicht mehr das so erleben zu Hause in der Familie, wo noch zwei, drei Generationen arbeiten. Also ich bin mit meiner Oma früher losgegangen, habe Kräuter gesucht und hatte einen Bezugspunkt zur Natur und zu den Tieren und ich wusste, was Schlachten dazugehört. Heute, die jungen Leute haben ja gar keinen Bezug mehr zu den Nahrungsmitteln. Also sie wachsen ja nicht in den Regalen und ich glaube, das müssen wir einfach wieder lernen, das müssen wir vermitteln. Und auch die Wertschätzung, also es ist einfach auch das Handwerk, was wert ist. Und ich glaube, da müssen wir uns auch besser verkaufen, weil das ist ja alles selbst gemacht. Das muss billig eingekauft werden, die Leute dürfen nichts kosten. Und das hat sich jetzt durch Corona in meiner Wahrnehmung so geändert, was wir so ein Turbo im Moment haben, was wir gar nicht hinterherkommen, das anzupassen. Weil wir wollen die Leute besser bezahlen, wir wollen die Lebensmittel, die Produzenten wollen ja auch existieren können. Und ich glaube, jeder Verbraucher muss sich daran gewöhnen, was er einfach für Essen mehr ausgibt. Und wenn er am Sonntag irgendwo auf der Terrasse sitzt und bedient werden will, dann muss man auch den Preis bezahlen. Und ich würde, klar gibt es immer unterschiedliches Klientel. Und es gibt ja bestimmt auch viele Möglichkeiten, gerade im Bereich Menügestaltung, zu gucken, wie viel Fleischeinsatz brauche ich wirklich. Oder brauche ich so einen Berg Fleisch und schmeiße die Hälfte weg? Also da ärgere ich mich maßlos drüber. Und wir haben ganz viel Aspekte bei uns im Betrieb, wie man das ändern kann. Und das kann man. Und man muss die Leute mit ins Boot holen. Man muss die ganzen Leute mit ins Boot holen, die Köche, die Bedienung. Wir fahren auf den Hof, wir gucken. Und du hast das ja auch erzählt, Silvia, vielen Dank für die viele Werbung. Aber das ist ja so. Das ist auch wirklich toll bei euch. Aber es ist ja so, was wir letztendlich auch was verdienen müssen. Und auch, ich sag mal, das geht ja nur, wenn ich das Wissen habe, wie verarbeite ich auch ein ganzes Tier und nicht bloß ein Filet. Und Nachhaltigkeit hat auch was für mich zu tun mit kurzen Transportwege, also den zu kennen. Und wenn ich meine Köche auch... Ich kurz was sagen darf, ich habe es gerade gehört, unser Fischer ist gerade gekommen. Ja, super. Der kommt bei uns auch im Garten an, er ruft vorher an. Den kann ich mal holen. Ich will hoffen, dass er was hat. Wo setzt ihr um einmal vielleicht... Feinheimisch haben wir jetzt natürlich schon, der Name kommt immer wieder. Jetzt sind wir, glaube ich, hier vor Ort in der Runde, wo wir sagen, okay, Feinheimisch ist jedem bekannt. Wenn wir jetzt da draußen Teilnehmer haben, die uns vielleicht online zuschauen, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was ist Feinheimisch an der Stelle und was sind die Schwerpunkte oder was sind die drei oder wichtigsten Bullet Points, um die ihr euch kümmert, was steckt dahinter? Und vielleicht nimmst du das einfach nochmal, also mach gerne mal Werbung. Also was wäre das der Benefit, sich euch oder Feinheimisch anzuschließen und welche Möglichkeiten habe ich da? Also Feinheimisch existiert jetzt 16 Jahre, kam damals aus dem Bereich im Landwirtschaftsministerium, Abteilung Absatz. Und da ging es immer darum, wie kriege ich die Produkte vom Produzenten, vom Bauern praktisch zum Koch. Und wie schaffe ich das auch saisonell zu arbeiten? Weil in der Saison schmecken die Erdbeeren am besten und sie sind auch nicht am teuersten. Warum muss ich im Winter Erdbeeren haben? Es gibt so ganz viele Saisonsachen oder Erhalt von alten Gemüsesorten. Und da haben sich 7 Gastronomen damals zusammengetan und daraus ist der Verein entstanden. Mittlerweile haben wir 600 Mitglieder und da sind ungefähr 35 Gastronomiebetriebe, über 100 Produzenten, private Förderer, gewerbliche Förderer. Da sind auch wie Chefs Kulinar welche bei, weil die natürlich die ganzen Vertrieb machen, die Logistik. Wie kriegt ein Kollege nach Amrum die Sachen? Also da kann auch Chefs Kulinar mit regionalen Sachen punkten. Also bloß er muss dann ganz genau, wir machen das auch, wenn wir ein externes Audit machen bei den Betrieben. Also ein Gastronom muss sich verpflichten, zum Beispiel 60% Regionalware abzunehmen, die dann überprüft werden. Aber wir haben auch gemerkt, durch Corona hat sich das geändert. 60% ist eine hohe Hürde. Und wir wollen natürlich mehr Mitglieder im Verein kriegen. Wie können wir uns austauschen? Und da haben wir gesagt, es gibt
diese Stufen weiterhin, aber es gibt auch eine Einstiegsstufe, was man sagt, so mit weniger kann man erstmal starten und wir haben das Netzwerk, wir tauschen uns aus, wir haben das, die Lieferanten, wie komme ich an die Ware, wenn ich in Lütjenburg sitze oder wenn ich auf einer Insel bin, wie komme ich da überhaupt ran und was, wie funktioniert das? Und ich habe auch einen guten Austausch mit den Küchenchefs, also wenn wir zum Beispiel Kind Noah aus Schleswig-Holstein kriegen und Gunnar Hesse auf Amrum kocht damit, dann rufe ich Gunnar an und sage, Mensch, du hast ja schon ein paar Rezepte, wie machst du das? Und dann, das ist so ein Mehrwert, da ist dann kein Konkurrenzdenken, weil ich denke mal, wir haben alle genug zu tun und auch die Ideen, die gehen ja dann weiter in so ein Netzwerk. Kann man vielleicht auch mal Lehrlinge austauschen? Kann ich mal einen Lehrling aus der Küche mal in eine Schlachterei schicken, was der ein ganz anderes Verständnis kriegt? Und den Umgang mit Fleisch, ne? Weil es ist ja immer so ein Tier stirbt und das muss man natürlich auch komplett verarbeiten und muss man auch achtsam mit umgehen. Und das macht einfach Spaß, sowas auszunutzen. Und das so bloß als, sag mal, jeder Gastronom, der so aufgestellt ist, und ich glaube, hier habe ich schon einiges gehört, vielleicht kriegen wir bald noch ein Mitglied mehr, da können wir da auch unterstützen bei und können auch in dem Netzwerk, da machen wir Netzwerktreffen, wir arbeiten mit vielen Verbänden zusammen. Das ist so meine Idee, was wir gerade in Schleswig-Holstein mit vielen an einen Tisch sitzen können, weil wir überall dieselben Schnittmengen haben. Wir haben überall ein Problem bei der Ausbildung, wir haben ein Logistikproblem, wir wollen alle gute Nahrungsmittel haben und das, glaube ich, kann auch feinheimisch gut mit unterstützen, sowas aufzubauen. Das heißt, ihr fokussiert in jedem Fall den ökologischen Aspekt als solchen, den ökonomischen. Sicherlich Der Name kommt immer mal wieder. Jetzt sind wir, glaube ich, hier vor Ort in der Runde, wo wir sagen, okay, Feinheimisch ist jedem bekannt. Jetzt haben wir einmal ganz kurz über Feinheimisch. Mach mal ganz kurz in dein Unternehmen herein oder auch in das Unternehmen der Mitglieder. Was ist Feinheimisch? Gibt es was sind die Schwerpunkte oder was sind die drei entstanden sind durch Feinheimisch in meinem Unternehmen? Also das Ganze vielleicht auch nochmal etwas attraktiver vielleicht zu gestalten. Also, weil wir haben jetzt, klar, jeder Unternehmer steht für sich, aber was sind so erfahrungsgemäß nach den vielen Jahren und nach den Mitgliederzuwächsen? Also Feinheimisch existiert jetzt 16 Jahre, kam damals aus dem Bereich. Okay, Argumente, das ist bei uns nicht umsetzbar, wir sind viel zu groß, wir haben viel zu viele Gäste, wir brauchen ein internationales Buffet, die Leute wollen das. Also ich bin, seitdem ich selbstständig bin, immer dagegen, was die Leute wollen. Ich mache gern, was ich kann und was ich gut kann und das versuche ich umzusetzen. Und das ist einfach, wenn ich das sehe in unserem Betrieb, wir machen dadurch, was wir keine Convenience verarbeiten, alles selbst, haben wir eben einen hohen Personaleinsatz, aber trotzdem habe ich Kennzahlen, die mit jedem Betrieb mithalten können. Und ich sage mal, durch den Mehrwert, was ich eben sage, ich verbrauche eben ein ganzes Tier, kommt mein Wareneinsatz wieder runter und das gleicht sich aus. Und das heißt, für unseren Betrieb allein, was wir im Odin, sagen wir, 80.000 Eier von unserem Bauern nebenan kriegen, das ist ja eine Größe. Wir haben 80 Leute angestellt, wir haben 10 Tonnen Galloway, die wir verarbeiten, wir haben 8 Tonnen Käse vom Backensholz. Das ist ja eine Wertschöpfungskette in der Region. Also ich stärke ja meine Produzenten und sorge dafür, was sie mir erhalten bleiben. Ich kann sagen, mit meinem Bauern kann besprechen, was für Gemüse möchte ich haben, was baust du an. Ich gebe denen eine Garantie, was ich abnehme. Und das brauchen wir. Wir brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen Ehrlichkeit, damit die Leute uns das glauben. Also ich glaube, das ist auch bei meinem Personal. Jeder, es würde keiner zweifeln an irgendwas, was bei mir auf die Karte steht. Ich kann sagen, in meiner Leberwurst ist das Schwein Erwin und das hat bei meinen Bauern gelebt und durfte ein Jahr Geburtstag feiern und ich habe das verarbeitet. Ich habe keine Geschmacksverstärker drin, ich habe eine Backwaren, keine Enzyme, keine. Das ist ja auch Wissen. Also ich habe Wissen, wie was funktioniert und das Alte war ja früher nicht schlecht, bloß wir müssen es neu erfinden und das ist ja auch für die Urlauber so, die wollen die Region schmecken. Das ist ja mein Mehrwert, wenn die an der Schlei sind, wie schmeckt denn der Kümmel an der Schlei, weil ich den von meinem Bauern kriege, wie schmeckt der Engelwurz, was habe ich an Mehrwert, wie kann ich mich abheben, anders wie andere, das ist ganz wichtig. Und da hilft uns Stiftung Naturschutz, die praktisch auch mit dem Naturgenussmenü, wo wir gucken, wo wir Kräuterführung machen, wo wir es schmecken lassen. Da habe ich so viele Möglichkeiten heute. Ich habe Möglichkeiten im Internet, mich kundig zu machen. Also ich glaube, das habe ich, vor 30 Jahren hatten wir das gar nicht. Wir können Werbung machen, wir können die Veranstaltung. Und die Urlauber, es ist auch so wirklich, was sie wirklich Urlaub machen und gezielt schon fragen, wann ist wieder Kräuterführung, wann können wir daran teilnehmen. Also mehr kann man gar nicht dafür, sag mal, Werbung machen, weil es ist ja auch letztendlich, es muss ja die Rentabilität auch da sein. Und wenn ich merke, was die Gäste das ja auch wollen, die wollen ja wissen, was verarbeiten wir. Wir sind so global aufgestellt, was die Anonymität, was
keiner mehr das eigentlich will, dieses, wo ich nicht weiß, woher kommt das Fleisch, was ist in der Wurst drin, warum sind da 4 Sorten Zucker drin oder weiß ich. Also das, wenn man sich bloß mal damit auseinandersetzt mit Essen, glaube ich, dann würden ja manche, ich habe sogar Veganer, die bei mir in der Wurstküche mitmachen, weil sie sagen, sie wissen das Schwein. Also ich glaube, das ist nicht aus Überzeugung, was sie kein Fleisch essen, sondern die haben es einfach satt, verarscht zu werden. Und das ist so, glaube ich, was ganz vielen erst bewusst werden muss. Und wir haben eben auch ganz viele Möglichkeiten, auch Gemüse. Also ich könnte auch eine Gemüseküche aufmachen, weil ich heute ganz andere Möglichkeiten habe wie vor 20 Jahren. Interessante Garmethoden, andere Maschinen, interessierte Köche. Also das ist eine riesen Chance, die man eigentlich hat. Also ich sehe das eigentlich immer positiv. Und die Welt, die spielt für uns. Je weniger Fachkräfte wir haben, umso mehr müssen wir auf die konzentrieren und müssen uns vielleicht auch fokussieren. Und wir können nicht alle zufriedenstellen. Ich brauche keine Karte mit 180 Gerichten. Ich habe immer bloß 10 Gerichte. Ich habe 5 Kuchen, ich habe 5 Backwaren. Und das seit weiß ich wie lange. Also, und das ist erfolgreich, wenn das schmeckt. Und ich, selbst wenn ich bloß ein Gericht mache, dann würde ich das so lange machen, bis ich alle anderen wegschieße. Wenn der Gulasch, der würde so gut schmecken, dass sie alle mal kommen. Wir haben Mitgliedsbetriebe, die fokussieren sich auf Ente oder weiß ich was. Aber es ist heute die Möglichkeit. Wir kriegen alles, Tag und Nacht können wir überall essen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen das Besondere. Und das hat mir mal ein Gast gesagt, sagte, Mensch, wir haben in Hamburg so viel Gastronomie. Warum sollen wir zu dir kommen? Warum sollen wir nach Bußdorf im Binnenland, am Arsch der Welt, sage ich mal, kommen, wenn wir dasselbe kriegen wie überall? Was so die größte Unternehmensgröße, die ihr mit in eurem im Verein habt, also einfach um vielleicht auch da draußen noch mal ein bisschen, ich sag mal, Vorurteile zu reduzieren. Also wir haben vom Strandbistro, sag ich mal, bis zum Sterne-Restaurant, wir haben alles dabei. Das ist eine große Ranch und andersrum ist es auch so, dass das nicht bloß, also Biobetriebe sind. Wir haben aber viele, die eben Bioprodukte verarbeiten. Da kommt man nicht drum rum. Wenn ich gute Produzenten haben will, da habe ich natürlich auch viele, die sich Bio oder Bioland zertifiziert sind. Hat aber nichts damit zu tun, was feinheimisch ist. Und wir haben eben auch viele Vorteile. Wir haben eben auch ein Gutscheinsystem, wo die Endverbraucher praktisch jedes Jahr mit ihrem Mitgliedsbeitrag ihren Gutschein kriegen und dann das Geld wieder in die Betriebe reinbringen. Also was dieser Mitgliedsbeitrag sich auch wieder finanziert. Also ich glaube, das ist auch viele Gastronomen wichtig, was sie gucken, ja, was ist das denn für ein Beitrag? Also man muss ja heute für alles bezahlen, das ist so. Und letztendlich muss es sich auch rechnen. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut auf die Beine gestellt. Und wir merken auch, was jetzt also nach Corona auch die Nachfrage immer größer wird. Also wir haben viel Anfragen, auch zum Glück von neuen Startups, Unternehmen, kleine Gastronomiebetriebe, die wirklich auch ehrlich sind und gemerkt haben, mit den Produkten kommen wir weiter. Also sie setzen da drauf. Und ich glaube, die Umstellung ist manchmal gar nicht so schlimm. Also wenn man in den Betrieb mal reinguckt, was verarbeiten wir schon, was nehmen wir schon regional und was kann man noch mit kleinen Sachen machen, was man nicht die Angst hat, was man so abhängig ist von den Convenience. Weil das ist ja egal, ob ich im Schlachterhandwerk oder im Bäckerhandwerk, die Industrie hat ja dafür gesorgt, dass man immer weniger Leute braucht. Auch wenn wir uns schon unterhalten haben, ist manchmal kontrovers, weil manche haben eben weniger Leute und müssen damit eben arbeiten und da kann man auch wirtschaftlich arbeiten, aber das ist nicht meine Schiene. Also meine Schiene wäre jetzt da drauf zu setzen und sich da abzuheben mitunter. Wenn wir jetzt zum Thema zurückkommen, nachhaltige Menügestaltung. Wenn du das für dich oder die Fragestellung ist, wenn du das mit 1, 2 oder 3 Sätzen beschreibst, wie du für dich persönlich in deiner Unternehmung, und du repräsentierst ja auch dein erfolgreiches Unternehmen, wie setzt du das um? Und was sind da für Punkte bei, wo du sagst, das empfehle ich für die Küchen, für die Köche, für die Gastronomen da draußen? Was sind so, wenn du das mit 2, 3 Sätzen beschreibst? Das ist gar nicht so einfach, aber ich sage mal, konzentrieren auf das, was man kann. Ja. Weniger ist mehr. Und wirklich auch nur das machen, was man gut kann. Und gucken, was können die Leute, die ich überhaupt habe, was kann ich umsetzen? Und was kann ich vielleicht auch, ich sage mal, es muss ja keine 15 Gemüsesorten sein. Wir haben bei uns in der Wikingerschenke auch bloß eine Sorte Gemüse, aber es sind 3 verschiedene Komponenten, die gut zubereitet sind und alle Leute sind begeistert wegen einer Wurzel, wegen einer Sellerie, also sowas Simples eigentlich, aber da ist ein bisschen Honigbutter drüber, ist gut im Ofen gegart, nicht zerkocht, da sind sie überwältigt, weil sie es zu Hause gar nicht mehr können. Also ich sag mal, wir haben ja auch Zulauf, da redet ja auch keiner drüber,
die Leute wollen heute nicht mehr kochen und selber in der Küche stehen. Also meine Frau sagt immer, die sitzen da und sagen, gönn dir. Arbeiten wollen sie nicht, aber die wollen eben gerne mal sich verwöhnen lassen und wollen dann auch was Besonderes haben. Aber die wissen ganz genau, was kriege ich für mein Geld. Wenn ich es ausgebe, will ich auch was Besonderes haben. Und das ist so, ich glaube, den Mehrwert, was du ja auch sagtest, das muss dann stimmen, Preis-Leistung muss stimmen. Und da geht es nicht um das unterste Segment, sondern so dazwischen. Und wenn ich auch ganz oben bin, dann muss es so überwältigend sein, was das heute auch dazugehört. Also jedes wird immer gepostet und jeder sagt, Mensch, das war klasse, das muss ein Erlebnis sein. Und wenn es kein Erlebnis ist, es kann auch ein Mittagstisch, sagen wir, ein einfacher ein Erlebnis sein, der hängen bleibt, als wenn ich manchmal irgendwo in eine gehobene Gastronomie gehe und sage, da war jetzt nichts Besonderes, außer der Teller, der war sehr schön, aber... Und da ist es auch so, woher kommt es, wenn ich keine Identität habe. Also wir können mit Identität ja ganz viel machen, auch bei uns im Betrieb. Und nachhaltig, ja, ich würde dann auch, wir investieren im Moment das meiste in unser Personal. Das sind die wichtigsten, weil ohne die wären wir nicht da, wo wir sind. Ich brauche einen Fachmann, ich brauche einen Bäckermeister, ich brauche einen Konditormeister, ich brauche einen Küchenchef, der wirklich das leibt und lebt. Und wir haben ganz viele Mitarbeiter, wir haben Mitarbeiter aus 12 Nationen, aber es gibt überall welche, die auch für die Gastronomie leben und blühen. Und die muss man bloß mitnehmen und die muss man auch Aufgaben geben, was sie selbst was machen können. Und dann macht das schon Spaß. Und das hat sich eigentlich nie geändert seit meiner Lehre. Einmal Gastronomie, immer Gastronomie. Man hat einen super Job, man kriegt den Dank von den Gast sofort, man kriegt... Auch unter anderem, das ist ja auch wichtig, gerade die auf der Arbeit, das ist ja die zweite Familie. Wir verbringen da mehr Zeit wie mit unserer Familie und da muss die Stimmung auch funktionieren, weil das ist Gold wert. Weil wenn die Leute sich wohlfühlen, dann kommen sie auch gerne und das ist nicht immer bloß die Bezahlung, sondern das Team muss stimmen und da muss der Chef auch mitspielen, aber auch alle anderen, was man flache Hierarchien hat und nicht die Pfannen wie früher. Man kennt das und man hört auch viel. Ich kriege jetzt auch, ich hatte heute Nacht um eins hatte ich noch einen Kommentar. Er glaubt das nicht bei uns. Wir haben so einen Gesundheitsbonus. Jeder Mitarbeiter kriegt bei uns 900 Euro einen Fonds fürs Jahr, was er selbst einsetzen kann, ob er eine Brille, ob er sonst was braucht. Und er sagt, er glaubt das nicht. Er hat nur schlechte Erfahrungen gemacht in der Gastronomie. Tut mir dann auch leid, aber ich sag mal, Holzauge sei wachsam bei der Berufswahl. Nicht bloß in der Küche, sondern auch bei dem Betrieb. Da muss man schon gucken, wenn es eigentlich zu einem passt und das nicht zurückkriegt. Aber das ist eben das aus das Selbstgemachte. Jeder wird, sagt man ja so ein altes Sprichwort. Aber es ist ja so, jeder kann Gastwirt werden. Und ich glaube, das wäre auch nachhaltig, wenn man da mal eine Auflage machen würde. Und wenn man sagen würde, ey, macht erstmal betriebswirtschaftlich eine Ausbildung. Wenigstens eine richtige Schulung und nicht bloß einen Hygienelehrgang. Weil wir haben so viele Betriebe, ich glaube von 10 Startup-Unternehmen überleben man gerade 3 und einer ist vielleicht erfolgreich. Und das ist so schade, weil die machen ja, bilden ja auch den Ruf ab in der Gastronomie. Und da kommen eben dann unausgebildete Leute, welche die nicht umgehen können mit dem Personal und die dann für einen schlechten Ruf sorgen. Aber wir haben auch ganz, ganz viel engagiert und ganz viele tolle Betriebe. Und das wäre so nochmal so ein Wunsch, wenn das irgendwie umgesetzt wird, weil das würde nämlich auch in den 17 Zielen reinspielen. Wenn man da Leute kriegt, die wirklich vom Fach sind und auch wirklich sich dafür einsetzen. Und dann ist es auch erfolgreich. Und wenn ich erfolgreich bin, bin ich auch nachhaltig. Also. Ich würde an der Stelle ganz gerne nochmal den Reinhard mit ins Boot nehmen. Und dass wir zumindest 2-3 Minuten nochmal ganz kurz, wir haben das, wenn du nochmal mit nach vorne kommst, damit dich auch alle sehen, auch da draußen in der Welt. Wir übertragen ja heute nun live und... Ja. Reinhard, ne? Ich weiß, dass du bist jetzt nicht der Kameramensch. Wir haben wunderbar über das Stiftungsland gesprochen, über Lokalität, über lokale Produkte. Wir haben über Feinheimisch gesprochen, wir haben über Produzenten gesprochen und so weiter. Und du hast ein paar Punkte auch angesprochen. Was Rainer hat sich ja vorgestellt, dass ihr im Schloss viel angebaut habt. Was waren so die wichtigsten Punkte für die Umsetzung? Also ich meine, man hat ja nicht das ganze Jahr Gemüse, man hat nicht das ganze Jahr Kräuter und so weiter und so weiter. Es ist alles sehr saisonal. Wie habt ihr das umgesetzt? Der Anfang war ja so, dass das gesagt wurde. Der Besitzer hat gesagt, wir machen das mal. Hat an allen Golfplätzen den Acker angelegt oder anlegen lassen. Wir haben 5 große Golfplätze und die großen Raffs, die wurden umgepflügt und dort waren dann die Felder für alle Kohlsorten, Mohrrüben, Zwiebeln, alles, was man so braucht in der Küche, Sellerie, Porree. Und
Dann haben wir dort ein bisschen weiter weg von den Golfplätzen, wurden dann Obstbäume in Alleeform eingesetzt, sodass wir dann im Prinzip auf dem ganzen Gelände 3000 Obstbäume hatten. Birnen, Äpfel, Pflaumen, Kirschen, Walnüsse, alles was man so bräuchte. Und ja, da haben wir angefangen und haben erstmal ein Hühnermobil hingestellt mit 225 Araucaner-Hühner, Grünleger. Haben eine Rinderherde angelegt mit 45 Rinder, Angus. Und haben uns einen Biobauern gesucht, der dann dafür zuständig war. Selbst du darfst da kein Tier halten, weil du kein Bauer bist. So ein Biobauer, auch jung, dynamisch, ehrgeizig, 5 Kilometer weg. Der hat dann die Weiden gepachtet aus unserem Gebiet und hat dann da die Rinder mit versorgt. Gut, das ist eine andere Geschichte, komme ich gleich mal drauf. Ja, und dann haben wir das erste Mal geerntet und haben festgestellt, dass es doch ein ganz schönes Durcheinander ist. Wenn der Gärtner, wir hatten ja einen Gärtner, dann haben wir dann 2 Gärtner, dann haben wir eine Gärtnerbrigade, es wurde ja mal mehr. Und dann fährt er einfach beim Zookammer in die Küche rein und sagt, oh, ich habe da mal 20 Kisten Paprika mitgebracht, die haben wir gerade mal gepflückt. Ne? Und dann stehst du dann als Koch da und sagst, also wir haben randvoll mit Arbeit ohnehin schon und dann kommt er noch an und stellt sie dann rein. Und dann, ja, und da muss man natürlich das Team mitnehmen. Es muss ja verarbeitet werden, es hilft ja nichts. Es muss ja verarbeitet werden, also musst du richtig Gas geben und sagen, wir müssen dieses Jahr durch, alles was kommt, wird verarbeitet. Dann haben wir auch die ganzen Kohlsorten eingelagert. Sicherlich ist eine Kühlzelle kein Lagerraum. Das lernt man auch dann schnell, weil es einfach zu feucht und da müssen Lagerplätze geschaffen werden, damit man auch bis Weihnachten, bis Januar dann seinen Kohl hat, den man auch verarbeitet jeden Tag. Und das ist ja auch ein relativ großes Hotel mit einem Schloss Flesensee, dann ist das Beach Hotel dazu. Wir haben 370 Betten gehabt, also wir haben auch unglaublich viel gearbeitet da in der Küche. Wir haben so, denke ich mal, 3 Millionen netto Umsatz gemacht in der Küche, alleine im Schloss. Dann hast du noch die Genusswerkstatt und Golfclub. Und alle sollten dann mit dem Gemüse beliefert werden. Und meine Aufgabe als Küchenchef da vom Schloss war, alles zu überwachen und das, die alle mitzunehmen und dann zu organisieren, dass auch jeder sein Gemüse nicht beim Gemüsehändler bestellt, sondern das Gemüse, was da kommt, bearbeitet. Und das ist eigentlich der schwerste Punkt, zu sagen, pass auf, wir lassen das mal mit den Tomaten vom Fuhrmann, sondern wir gucken nach und wenn wir keine haben, dann müssen wir halt was anderes machen. Ja, da haben wir dann viel draus gelernt und haben dann für das kommende Jahr einen Plan gemacht, welche Woche, wann, wo, was angebaut wird, weil es hilft ja nicht, wenn er 1000 Salatpflanzen in 2 Tagen pflanzt mit seinem Pflanztrecker da und so viel kannst du gar nicht verarbeiten. Dann habe ich immer aufgeschrieben, wann, wie, welche Woche was gebraucht wird und dann haben wir das immer schön nachgesetzt. Dann hat das auch super funktioniert. Wir hatten ja ein 1200 Quadratmeter großes Gewächshaus, wo wir angebaut haben, Tomaten in 9 Sorten Tomaten, also wunderschön, kamst da rein, dann hingen da die ganzen Tomaten, alle Farben, alle Größen. Mein Wunsch war es immer noch gewesen, habe ich leider nicht geschafft, in diesem Gewächshaus zu kochen mit den Gästen. Ne? Man schickt die Kinder rein, die Kinder pflücken irgendwas, du sitzt da, machst es sauber, schmeißt es im Wok, ist eigentlich super einfach und toll. Und Kinder kann man ja immer mitnehmen, aber das habe ich nicht mehr hingekriegt, dann bin ich in Rente gegangen, leider. Und aber das hat sich dann so entwickelt, dass wir dann da so ein bisschen Struktur drin hatten. Dass wir die Mitarbeiter alle mitgenommen haben, die ganzen Küchen mitgenommen hatten, die wir haben, dass wir die Masse dann verarbeitet haben, wenn sie da war. Und alles, was über war, musste natürlich verarbeitet werden, eingekocht werden, unglaublich viel. Und dann müssen auch dann sicherlich vakuumiert, flach, alles im Regal reingeschoben werden, das musste alles seinen Platz haben und das muss auch wiedergefunden werden und das muss im Winter dann verarbeitet werden. Ja, und die Rinderherde, die wir dann hatten, ist natürlich sehr schwer. Wir haben ja auch keinen Schlachtbetrieb und keinen Verarbeitungsbetrieb mehr in der Nähe, sondern mit der DDR und den neuen Gesetzen ging das ja alles vor die Hunde. Da gab es dann, alle Schlachtereien haben nach und nach aufgehört, weil Investitionen haben sich nicht mehr gelohnt. Das ist halt jetzt auch ungefähr eigentlich überall das Gleiche auf dem Land. Und da musste man ein Netzwerk bauen, da habe ich dann lange rumgesucht, damit ich dann die Rinder loswerde, weil mein
damaliger Besitzer Kai Richter sagte, Zollkammer, dafür bist du zuständig. Ich möchte, dass das Wild, das Rind auf der Weide geschlachtet wird, getötet wird. Also wie wir es gehört haben, tolle Sache, aber das muss man organisieren. Es muss ein Veterinärarzt da sein, es muss der da sein, der es macht. Du musst in 60 Minuten spätestens mit dem ausgebluteten Rind am Schlachthof sein. Und wir haben ja bis nach Tetro, mussten wir die Fahrstrecke abfahren mit dem Hänger, mussten das protokollieren, wir brauchten 45 Minuten. So, und dann war das in Tetro im Schlachthof, dann musste das mit der Spedition gefahren werden nach Stralsund. Kurz vor Stralsund war dann der Bio-Schlachter, der uns dann die Sachen verarbeitet hat. Ne? Wir haben unsere Currywurst, unsere eigenen Burger-Patties haben wir gemacht daraus. Wir haben unsere Bratenstücken gehabt. Wir haben, also das gesamte Rind wurde dann verarbeitet und kam dann zu uns, inklusive der ganzen Knochen, dass wir dann auch unsere Jün und Brünen ansetzen konnten. Das kam dann per Spedition wieder zurück. Ein unglaublicher Weg, den man dann auch ein paar Mal gehen muss, damit man das letztendlich auch dann da hat, wo es dann auch hingehört, wo man dann auch sagt, jetzt hat das einen Sinn. Also nach einem Jahr, nach zwei Jahren war das ein Selbstläufer. Also jeder wusste, da ist der Schlachttermin, da läuft der Kreislauf und die Kommunikation mit den ganzen Partnern war dann auch wenigstens nicht besser. Ja. Ja, und dann haben wir dann die Trüffel angebaut, weil wir einen Trüffel gefunden haben. Auch eine spannende Sache, eine Trüffel aus dem Schlossgarten. Also wir haben ja viele Veranstaltungen gemacht, viele große Veranstaltungen. Wir haben Flanierball, eines der größten Veranstaltungen, die wir gemacht haben, auch mit bis zu 1000 Gästen, wo dann auch überall getanzt und gemacht wird, wo das... Und dann hast du so ein Käserad mit deinen Tagliatellis und schreibst drauf aus dem Schlossgarten Trüffel und die Schlange nimmt nicht ab. Ne? Das ist ja, das kann ja gar nicht sein. Also sonst ist das so ein Beiwerk, ne? so ein Trüffelrad. Das machst du mal so ein bisschen, aber aus dem Schlossgarten, das war ja Wahnsinn den Abend. Wir mussten da so viele Nudeln nachmachen, das war ja, ich denke. Aber es funktioniert. Also genau das. Funktioniert unglaublich gut. Also alles war ja alles aus dem Schlossgarten, alles von unserem Weiderind. Das ist unvorstellbar, welche Kommunikation man auch mit dem Gast hat, auch in diesem großen Betrieb, relativ groß. Und wir haben auch unglaublich viel Live-Cooking, also wir haben unsere ganze Küche umgebaut 2016, alles ganz viel Live-Cooking, haben da immer mit dem Gast gesprochen, gemacht, getan, hatten unsere Müritzfische als Partner noch nebenher und haben das dann so aufgebaut, ja. Es ist natürlich, kostet Geld. Also ich habe das mal ausgerechnet. Ein Rind hat uns, also war vor Corona, hat uns gekostet 1.809 Euro. Das muss man erstmal verkaufen wieder, ne? Das musst du dann erstmal wieder reinbringen. Und das musst du dann auch dem, also erstmal sagen ja alle, machen wir, ne? Und wo ist denn das Geld? So, guck mal, wo ist denn das Geld? Du hast das Geld gelassen. Und dann musst du ihm klar machen, das ist das Geld, was wir brauchen. Und dann sicherlich gibt es da für alles eine Kalkulation, eine Rezeptur und. Das ist ganz wichtig. Und da muss man gucken, die Einsatzmengen. Ne? Kann man unglaublich viel machen. Ne? Also ich habe schon mal gehasst, wenn die dann im Fernsehen zeigten, das Kiloschnitzel, ne? Da wird mir speiübel. Das kann man keinem Menschen zumuten erstmal. Und das muss man auch gar nicht tun, sondern... Man muss es einfach runterbrechen und sagen, wir müssen einfach weniger machen. Und ich komme noch aus der DDR raus und bei uns durfte jedes Stückchen Fleisch auf dem Teller nur 125 Gramm Rohgewicht haben. Das war das Gesetz und niemand durfte was anderes machen. Es sei denn, es gab ein halbes Hähnchen oder Eisbein. Ansonsten gab es 125 Gramm. Und deswegen konnten wir als DDR-Köche auch kein Rumpsteak braten. Wir waren einfach zu blöd dazu, weil wir das gar nicht kannten. Unser Rumpsteak war ja bloß so. Ne? Also das war eine schwere Anfangszeit, also ich werde das nicht vergessen, wenn die Chilin Zuckerbär hochkant braten. Ne? Ich wusste gar nicht, was sie von mir wollen, ne? weil das war nicht da. Das gab es nicht, also hat auch keiner vermisst, also war ja nicht so, dass wir das unbedingt brauchten. Aber es war mit 125 Gramm Fleisch auf dem Teller und zum Fleisch gehörte immer Gemüse und immer eine Sättigungsbeilage. Das war so das Gesetz und dann mussten wir uns auch daran gewöhnen, dass man bloß zwei Sachen hat, ne? Gemüse hat man ja immer, wo wir es weggelassen, weil das die Steakhäuser auch so gemacht haben. Ne? Die haben den Salat hingestellt oder auch nicht und dann gab es eine Kartoffel und ein großes Steak. Und das ist eigentlich so diese Mentalität, die wir noch haben und da muss man einfach gegen angehen. Da muss man einfach sagen, es ist weniger.
Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ja. was ist aus deiner Karriere oder was ist rückblickend auch mit dem Schloss, mit dem eigenen Gemüseanbau, was sind so die drei wichtigsten Punkte für dich? Oder wenn wir die drei wichtigsten Punkte nehmen, ökonomisch, ökologisch und so weiter, was sind da jeweils so die... Also wenn man das im großen Stil anfängt, muss man wissen, was mache ich damit? Ne? Wie kriege ich das in der Zeit länger gehalten als nur in der Erntezeit? Das heißt, ich brauche eine Lagerhaltung, ich brauche eine Verarbeitung. Ne? Also mein Plan war ja gewesen, wir machen eine Halle, da haben wir unser Lager, da haben wir zwei Räume, einen haben wir unsere ganze Geräte, die wir brauchen, und anderen schieben wir die Geräte rein auf Rolle, ob wir abfüllen, ob wir was kochen, ob wir was garen müssen, so, aber dass wir das alles zusammen haben und dann können wir damit besser umgehen, weil es wächst halt anders, als man immer glaubt. Das ist so. Ne? Das ist, damit man das auch nutzen und genießen kann. Dann ist es wichtig, dass man sagt, okay, Food Waste ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Ne? Was sind Lebensmittelabfälle? Und wo kommen die hin und wie wird das weiterverarbeitet? Ne? Also alle, die Fischgemüse verarbeiten, wissen auch, das weißt du hier auch ganz genau, wenn du dann ne, hier deinen Blumenkohl putzt, zwei Kisten, dann hast du dann natürlich so einen Berg Blätter, die dir dann der Bauer nicht abgenommen hat. Das ist natürlich anders bei uns. Den Blumenkohl, den er mit mir gebracht hat, da war kein Blatt mehr dran. Ne? Das war wichtig, dass das alles auf dem Acker bleibt. Ne? Dass das da kompostiert wird und nicht von der Küche da wieder hin muss. Oder wir müssen dann eine Biotonne füllen, die auch noch unglaublich teuer ist beim Abfahren. Und die Mitarbeiter zu sensibilisieren, dass sie auf ihrem Posten Food Waste machen. Also da hat jeder bei mir eine Schicht auf jeden Posten einen Eimer gehabt. Das wurde gewogen. Und da war nachher so eine Spannung drin mit diesem, was schmeiße ich weg, was schmeiße ich nicht weg, dass sie sich gegenseitig kontrolliert haben und aufgepasst haben, dass da mir keiner was reinschmeißt in meinen Eimer. Also man konnte das wirklich runter reduzieren, Speisenabfälle, dass es wirklich sinnvoll war, das mal zu machen. Und wenn man es ein Jahr gemacht hat, dann hat man auch die ganze Kontrolle im Prinzip über immer wieder. Man muss das gar nicht dann weiterverfolgen oder man muss es dann nur kontrollieren, weil es dann wirklich funktioniert. Und dann geht das auch einher mit dem, dass wir nicht sinnlos Lebensmittel einfach so wegknallen. Ne? Wir brauchen ja immer eine Brühe, wir brauchen immer irgendwas. Also eigentlich kannst du alles verkochen.